Herzlich willkommen bei der drittletzten Adventskalender-Folge. In 2 Tagen ist Weihnachten, so spät war die lang und morgen beginnt die neue Saison. Heute gibt es mindestens 5, 6 Spiele. 5-mal in der Liga. Einmal DFB-Pokal noch, vielleicht das Finale, vielleicht holen wir das Ding dieses Jahr. Ich schone heute mal schon. Heute gibt's mal andere. So starte ich heute in Papieren gegen Sandhausen. Wir hoffen auf einen sehr wichtigen Sieg, dass wir am Bielefeld dranbleiben, dass wir Platz 2 behalten dürfen. In ein paar Spielen schon für das Frankfurter Spiel. Möchte in die Spätkarte gewinnen. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Deshalb greife ich in die Flugkarte. Den Ball holt er sich, hat er genau gewusst, was er vorhat. Ja, sie können erstmal klären. Das sieht vielversprechend aus. Sieht gefährlich aus. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Ganz lang macht er sich da gehalten. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Die Chance! Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt! Schön dazwischen gegangen. Heute hat es ein paar Jungspiele Chance gegeben. Jung. Guter Vorschuss, ja, kann was werden. Ja, tja, wo ist die Lücke? Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Im Mittel, glaube ich. Die 2 Minuten. Daniel Keita-Ruhl. Frei. Klasse Pass! Kann er was draus machen? Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Mit Auge. Spielt den Ball in den freien Raum. Und da treffen sie das erste Tor heute. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Jetzt vielleicht die Flanke. Erstmal geklärt. Kittel. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Ja, mit viel Übersicht. Macht er gut. Was macht er draus? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Darf auch Leute spielen. Durchgang 2 läuft. Die Nummer 9, Kai Pröger. Neu dabei, die Nummer 2. Starker Zweiger. Christopher Ampia-J.
schönes Anspiel. Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Die Chance auf den Konter. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Schöner Pass. Ein tolles Tor. Absolut. Das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Er kann es machen. Volle genommen. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Schöner Spielaufbau jetzt. Jetzt ist er durch. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Sie geben den Ball ab. Klasse Einsatz. Sieht vielversprechend aus. Schöner Spielaufbau. Verteidigt da den Ballbesitz. Ah, sie verlieren den. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Der ist soweit. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Jetzt vielleicht die Flanke. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Frei. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Dennis Linsmeier. Tolles Zuspiel. An den Pfosten. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Wir hören den Schlusspfiff, der Sieg geht. Wichtiger Tor, Darmstadt gewonnen. Wichtiger Tor, Alter. Wichtiger Tor, wichtiger Tor. Wichtiger Tor. Sehr wichtiger Tor gegen Frankfurt. Gegen Eintracht. Gegen Eintracht. Gegen Eintracht. Eintracht. Schalmjörg. Gegen Eintracht. Gegen Eintracht. Gegen Eintracht. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Chor. Philipp Kostic. Sie scheinen sich den Gegner zurücklegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. André Silva. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt.
Dani da Costa macht das da gut. Da ist jetzt Platz. Punkt. Er war noch dran, gibt Ecke. Das hat er für mich. Auf der Linie rettet er. Um ein Harders Tor im letzten Moment zur Stelle. Erneut Ecke. Erstmal geklärt. Philipp Kostic. Gut ab. Boah, da wäre das Tor beinahe gefallen. Und da könnte ich froh sein, dass ich diese Szene überstanden habe. Auf der Linie geklärt, aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Tor. André Silva. Macht er gut. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Setzt sich da schön durch. Chor. Da gehen sie dazwischen. Gefährlich. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Sie bringen den hohen Ball. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Ball ist wieder weg. Ist hier immer noch am Ball. Super Tackling. Zur Halbzeit. Sprint. Mit der Frankfurter Führung steigen wir ein in die zweite Hälfte. Gutes Spiel bislang vor der Eintracht. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Guter Pass. Silva. Abwehr steht gut, Schreiber kommt nicht an. Gut geklärt vom Torwart. Sie müssen konzentriert bleiben, da könnte gleich der nächste Angriff kommen. Sebastian Schonlau. Einwurf Frankfurt. Ja, der nächste tolle Pass. Super Pass jetzt. Den Ball entschärft er ganz locker. Auf Dani da Costa. Stark gemacht, das könnte was werden. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gehalten, aber weiter gefährlich. Gedecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Chor. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Krass, so, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ich bin jetzt. Viel Übersicht bei diesem Pass. Super dieses Zuspiel. Ja. Und da ist er jetzt im Tor. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Mit kaum noch mehr Energie. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, ein bisschen Kraft auf. Murillo. Und da ist der Ball wieder weg. Da lassen sie den Ball gut laufen. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Die Gäste werden wechseln. Stark gearbeitet. Da wäre Platz für den Konter. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Klasse Einsatz, das gibt Einwurf.
Jetzt wird es die Auswechslung geben. Es gibt Einwurf. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Il Sanka. Dani da Costa. Nun Il Sanka. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Bastos. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Andres Silva. Der Volley. Der Versuch war harmlos. Kittel. Schöner Pass. Ja, pass auf, Kittel. Den Schießen. Da ist das Tor. Führung also in diesem Halbfinale. Jetzt läuft natürlich erstmal alles für sie, was das Halbfinale angeht. Jetzt haben sie hier die Führung. Wahnsinn. Damit konnte man nicht rechnen. Buschi. Wolf, die haben sich reingebissen in dieses Match. Wenn es einmal läuft, hat man auch als Außenseiter eine Chance. Murillo. Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Und damit ist der Ball weg. Der Ballverlust. Nachspielzeit wird angezeigt, 1 Minute. Philipp Kostic. Klasse gemacht, starke Ball. Das Spiel ist aus. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Sie haben es gepackt, sie gewinnen ihr Halbfinale und sind ihrem Traum nun ganz viel Übersicht bei diesem Pass. Super dieses Zuspiel. Da ist er jetzt durch. Der Ball ist im Tor. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Gegen Ingolstadt wird hart fahren. Die Spiele sind kaum.
Come on, in English, ole, 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 ole. Bielefeld hat verloren. Bielefeld verloren. Wir sind gut. Ja. Oh Gott. 3 Punkte in 3 Spielen. Es läuft. Es läuft. Super, es läuft. Mainz hat gewonnen, 1 Punkt. In 3 Punkten. Ja, Mainz ist ja cool.
Kann mir auch eine allein kaufen. Jetzt gibt ein Punkt auf meins. Wenn es heißt, ja. Tolle Fans, plus 24. Ich bin beschissen. Beschissener. Mir fehlt das besser. Meins muss den Karlsruhe müssen das Spiel gewinnen. Ich krieg das so seit ihr Spiel vielleicht. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Sebastian Vassiliadis, Hosina, Weihrauch. Das ist natürlich ein guter Pass. Es geht manchmal um 10 Sekunden. Hier war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Der Ball kommt wieder zurück. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber da finden sie keine Lücke. Da passt er auf und hat den Ball. Es deutet alles auf den Klassenerhalt. Ja, ja, sie müssen nur weiter konzentriert bleiben, dann haben sie es. Könnte die Führung werden. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Das könnte die Chance werden. Sauber vorbeigesetzt hier. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Ballbesitz verloren. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Schöner Pass. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Da hat er durchaus Optionen. Der Ballverlust. Da ist Platz auf dem Flügel. Er ist frei, da kann was draus werden. Wir brauchen den Sieg, wir brauchen den Sieg. Setzt sich da schön durch. Okay. Sie bekommen den Einwurf. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Guter Vorstoß, kann was werden. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich. Pausenpfiff für dieses so wichtige Spiel. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Das Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Sebastian Vassiliadis. Kommt jetzt die Flanke rein? Und Ballverlust. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, klasse Pass. Vielleicht der Ausgleich. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene. Ein herrlicher Treffer. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Klasse Pass. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Weg ist der Ball. Den Zweikampf führt er sehr gut.
Stand jetzt, und ich betone, Stand jetzt, bleiben Sie in der Liga. Was ist das für eine Anspannung? Das spürst du bis hier auf den Kommentatorenplatz. Alle sehnen sich nach dem Schlusspfiff, damit endlich Gewissheit herrscht. Ja, das war Abseits. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da der Platz, jetzt die Flanke. Vielleicht die Führung jetzt. Schuss kommt nicht durch. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss Gallo. Ja, eigentlich eine Reaktion. Gleich gibt's eine Aufwechslung bei der Mannschaft. Das richtige Dreier. Defensive ist gut organisiert. Und da kommen sie nur schwer durch. Und jetzt flanken. Wahnsinn, das ist der Ausgleich in dieser Partie. Ich muss das Risiko nicht nehmen. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Oh mein Gott, was ist das für eine scheiß Partie, Alter. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Ich denke, ich will ihn nicht. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Da läuft er gut jetzt. Reban. Das ist ein Foul, gibt Freistoß. Sie drängen auf den Führungstreffer, aber hier war es noch nicht so weit. Kurz vor Spielende ist das Aluminium im Weg und das muss er erstmal aus dem Kopf kriegen. Ja, mit Tone. Tone. So, ich will einen Unterschied. Jetzt schießt er. Das kann es sein. Jetzt haben sie es. Ja, sie gehen hier in Führung und das kurz vor Schluss. Das ist ein gutes Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Und das war eine ganz enge Partie heute. Die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie, Buschi? Vielleicht. Führungstreffer kurz vor Schluss. Ob sie das halten können? Sebastian Mayer. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Eine Minute noch. Ja, da ist Platz jetzt. Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Stark. Da sieht man wieder, was es ausmacht, wenn du. Sind wir jetzt so aufgestiegen, dann müssen wir warten. Darmstadt gewinnt. So werden wir. Bin ich ganz sicher. Mainz hat gewonnen. Wir sind 3 Punkte hinter Union. Oh mein Gott. Bielefeld hat gewonnen. Union, oh mein Gott. Was ist das für ein Showdown? Oh,
Bielefeld muss gehen. Darmstadt und Bielefeld. Eine Chance. Meist in Hannover. Oh, was sagt meist in Hannover? Auch geht in das vorletzte Ligaspiel des Jahres. Ja, da ist es zur Stelle Ballgewinn. Muss das Spiel. Sebastian Vassiliadis. Toller Pass. Gute Chance. Und ein Freistoß. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Burgstaller. Und den spielt er gleich wieder zurück. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da erobert er den Ball. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Den Ball spielt er raus. Und damit sind sie am Ball. Erneut so ein hervorragender Pass. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Kurze Ecke. Schuss! Da geht er an die Latte und dann knapp ins Aus. Das war knapp. Die Ballmole wollen sie unbedingt. Das geht. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Ball ist mir eine Hand. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Eine sehr gute Möglichkeit. Das ist die Chance zum Sieg.
Er gibt das Foul es und Freistoß. So, bringt er den Freistoß direkt. Das ist eine erhebliche Distanz. Er pariert den Freistoß, aber noch ist nicht geklärt. Da kann er ihn stoppen. Ah, das war... Gibt Freistoß. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sie schalten auf Angriff hoch. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Da passt er auf und hat den Ball. Burgstaller. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Tolles Zuspiel. Schauen uns doch mal die Entstehung des Tores an. Gehen wir das schon hier auf die Karte. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Ist das hier die Entscheidung? Da haben sie gut aufgepasst. Regulär sind's nur noch 60 Sekunden. Da kommt der Pass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den Schlusspfiff, der Sieg geht. Gut, die Bande. Gut. Gut. Das hätte mir immer schon können. Das hätte mir immer schon können. Der Konter. Nur ein Bielefeld hat gewonnen. Mainz auch. Also ich bin wirklich nicht da. Erster, zweiter, dritter oder vierter. Oh mein Gott. Ist das spannend. Gegen Braunschweig, das wichtigste Spiel für Ballwurf. Gewinnen, sicher, unentschieden. Reicht. Super Einsatz, Ultimate! Die bringen ihn um.
Das war wichtig. Ja, guter Pass. Die Abwehr steht gut und sicher. Oh, wir hatten den Ich greife ein. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Terror.
So, gleich wird hier gewechselt. Ja, und Bewegung in der Seitenlinie. Immobile. Oh, toller Pass, gute Aktion. Immobile mit der Chance. Noch können sie nicht aufatmen. Weiter geht's. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel? Boah, das alles ist doch. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Perfekt, Platz 2. Das könnte was werden. Sebastian Bastiliadis. Klasse. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Ja, starker Pass. Kann er was draus machen? Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Diego Carlos. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Gnabry. Sané. Alfonso Davies. Schöner Steilpass. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Mann, so. Ja, super, dieses Spiel. Cool. Er macht das Spiel schnell. Toll. Macht das 3 zu 2 für Paderborn. Die haben von 0 2 auf 3 2 gedreht. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist die größte Überraschung, die es gibt hier. Das ist keine größte Überraschung. Paderborn, das ist eine Legitimität, das Spiel in Bayern. Unglaublich. Und die Fähigkeit, der erste Kick für FC Paderborn. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Gute Chance für eine Flanke. Ball kommt an den langen Pfosten. Oh, erstmal geklärt von Koulibaly. Durchhalten, das haben wir. Da, jetzt müssen wir aufpassen. Da ist er alleine durch. Ball kommt durch. Oh. Neuer Held war noch im Spiel. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Das ist ein DFB-Pokalsieg. Er überzeugt heute als Passgeber. Solisso. Noch liegen sie hier knapp hinten, kurz vor Spielende. Was dürfen wir in diesen Schlussminuten noch erwarten? Wenn die Bayern noch was erreichen wollen, dann muss es schnell gehen. Dann muss Tempo her, dann muss Torgefahr her. Alles Attribute, die wir ja eigentlich von den Bayern kennen. Die Wende ist noch möglich. Gnabry. Könnte in Konter gehen. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ja, das war abseits. 15 Sekunden, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 18, 6. Vorbei, lass uns vorbei sein. Macht jetzt hier nochmal auf den späten Ausgleich. Ja. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Abpfiff, schießt aus. Die Pipokalsieger ist da. Wir sind die Pipokalsieger. FC Bayern DFB-Pokalsieger. Unglaublich, unglaublich. Was ist das für eine Sensation? DFB-Pokal, Paderborn ist auf. Und hat den DFB-Pokal, was für ein Hammer-Song gespielt. Unglaublich. Unglaublich. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind.
Bueno. Como la Ich danke Ihnen für DFB Ole. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So was hat man lange nicht erlebt. So schön. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So was hat man lange nicht erlebt. So schön. So Der Holländer heftig gekauft. Oh mein Gott, was war das für ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die muss ich rauchen. Oh mein Gott. Was sind das für gute Jungs hier? Auf geht's. Wir werden die Saison. Das war's. Morgen beginnen wir. Die nächste Saison. Wir sind. Und nun bin ich aufgestiegen. Morgen. Und am Heilabend kommen ein paar Spiele und dann sehen wir uns morgen. Ciao.